Hallo, wie geht es dir? Ich bin glücklich, ich bin Egor, Jegor und. Und Keras ist eine Open Source Deep Learning Bibliothek geschrieben in Python. Sie wurde von Françoise Hollet initiiert und erstmals am 28 Marz 2 0 1 5 veröffentlicht. Keras bearbeitet eine Schnittstelle für verschiedene Backends. Darunter TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, Formal CNTK und Theano. Das Ziel von Keras ist es, die Anwendung dieser Bibliotheken so Einsteiger und nutzerfreundlich wie möglich zu machen. Seit dem Release von TensorFlow 1.4 ist Keras Teil der TensorFlow Core API. Jedoch wird Keras als eigenständige Bibliothek weitergeführt, da es laut Françoise Hollet nicht als Schnittstelle für TensorFlow, sondern als Schnittstelle für viele Bibliotheken gedacht ist. Mit dem Release von Keras 2.4 würde die Multi-Backend unter Stützung eingestellt. Seitdem verweist Keras direkt auf die Implementierung von TensorFlow 2. Maintainer, Entwickler, aktuelle Version, Betriebssystem, Programmiersprache, Kategorie, Lizenz. Beispiel: Das folgende Beispiel soll die grundlegende Funktionsweise darstellen. Darin wird einem neuronalen Netzwerk mit Hilfe von Keras die Funktion eines Exklusiv- oder Gatters beigebracht. Über TensorFlow laden. From TensorFlow Keras Layers import Dense. From TensorFlow Keras Models import Sequential. Aus Keras direkt laden. Oder. From Keras Layers import Dense. From Keras Models import Sequential. NumPy laden und festlegen des zu false star Wertes. Import NumPy ist NP. NP random seed 1, 3, 3, 7, 7. Matplotlib zur grafischen Darstellung laden. Import matplotlib plot splt. Daten in Arrays speichern. Eingangsschwerte equals gleich np array 0 0 0 1 1 0 1 1 Ausgangsschwerte np array 0 1 1 0 erstellt das Modell mit zwei Eingangsnodes, zwei Mittelsnodes und einer Ausgangsnode. Num inner 2.
gleich 2. Num inner gleich 2. Model die sequence, model sequential. Model add dense. Num inner input dim activation sigmoid. Model add dense 1. Compiliert das Model de, damit es später verwendet werden kann. Model compile loss mean squared error optimizer Adam matrix accuracy. Trainier das Model mit den Eingangs und den entsprechenden Ausgangsschwerten für Epochen. Epochs, verbose Ausgangsschwerte, Eingangsschwerte, Model Fit. Testet die Eingangsdaten und schreibt die Ergebnisse in die Konsole. Print Model Predict Eingangsschwerte. Eis Ausgab erhält man folgendes. Eingang 0 und 0 zu erwarten, der Ausgang 0. 0. Die 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha. 8. 3. 5, 5, 6, 4, 4, 6, 5, 0, 0, 2, 7, i, minus, 0, 0, 7. Eingang 1 und 0 zu erwartender Ausgang. Ausgang 1. Das Modell ist mit 2 Eingangsknoten, 2 Mittelknoten und einem Ausgangsknoten sehr einfach. Es braucht jedoch Epochen, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Eine andere Aktivierungsfunktion hier dann kann die Anzahl der Epochen auf 1000 reduzieren. Model sequential, model add dense 1, 6, input dim 2, activation tang. Model add dense 1, activation tang. Erstellt das Model mit 2 Eingangsnodes. 3, 2 Mittelnodes und einer Ausgangsnode. Als Ausgabe erhält man folgendes. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 3, 4, 5, 6, 6, 2 und Numbers. Die Modellanalyse kann direkt mit NumPy und Matplotlib erfolgen. In diesem Fall werden dem Modell gerasterte Eingabedaten übergeben und die Ausgabe grafisch zweidimensional in einem Kontorplot dargestellt. Ebenso werden die Grenzen der
Klassifizierung als Linien und die diskreten Eingabewerte als Punkte dargestellt. Bereitet die grafische Ausgabe mittels Kontorf vor und rastert die Eingabewerte für das Modell. X gleich x np linspace x1 raster x2 raster np mesh grid x o x x 1 vektor x c x 1 raster flatten x2 vektor x2 raster flatten Eingang Schwerte Grafik np stack x 1 Vektor x 2 Vektor nur die gerasterten Eingabewerte und ersucht Ausgabewerte fragt die Gebewegte die Verbindungen und die BS Daten ab Kontor plot die gerasterten Ausgabewerte in leicht vergrößertem Bereich und Legende. Plot PLT Color Bar, PLT Label, PIT, PLT X Label, PLT Elim, PLT X Lim, PLT Contour F, X1 Raster, X2 Raster, Ausgangswerte Grafik. Fragt die Gewichte, die verbunden und die BIAS-Daten ab. Gewichte BIAS, Model Layers 0, Get Weights Empty. Reshape Model Predict, Eingangswerte Grafik, X1 Raster Shape, X1 Vector, X2 Vector, NP Stack, NumPy. Eingangswerte Grafik, Ausgangswerte Swerte Grafik. Einstrange die Eingangsdaten in die Grafik. PLT Scatter NP Array Color Red. Plot die Klassifizierungsbegrenzungslinien, die Aktivierungsfunktionen. For I in range num inner plot PLT plot X Gewichte 0i Gewichte 1i Multiplikation BS Gewichte Gewichte 1i Color Black PLT Show Die Darstellung für beide Varianten des Models sehen wie folgt aus links erste Variante 1 0 0 0 0 Epochen rechts 2 zweite Variante 5 5 0 0 Epochen Literatur Weblinks Einzelnachweise Einzelnachweise. Danke, Herzen, danke. Herzen, danke. Schmeckt lecker. Keras, Bibliothek, Radius, Vektor und Others. Pandas. Nimpai. Numpai. Simpai. Schönen Tag, schönen Abend.